Morgen. Komplett schön hier. Zeitung. So, und links. Post. Und die Post, danke schön. Schönen Tag noch, tschüss. Oh, danke, Prost. Tschüss. Wiedersehen. Alfred, lass wenigstens das Fernsehprogramm übrig. Alfred hat mal wieder als Erster gelesen. Das Horoskop hat er uns aber übrig gelassen. Eine Woche voller Überraschungen steht bevor. Aufregende Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen. Na, so ein Blödsinn. Ey, guck mal, hier ist ein Brief aus Sao Paulo. Wo ist denn das? Mensch, in Brasilien, du Dumm. Ludwig Voss. Onkel Ludwig? Seit wann haben wir denn einen Onkel Ludwig? Das ist der Bruder von Henry. Der ist mit 17 von zu Hause abgehauen, durch die halbe Welt getrennt, bis nach Brasilien. Ey, cool. Ein echter Abenteurer in unserer Familie. Oh, Mama, erzähl mal. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich kenne ihn ja nur aus Briefen. Und der letzte, der kam so vor 10 Jahren. Also ein Herz und eine Seele waren sie nicht, Henry und Ludwig. Im Gegensatz zu uns. Nicht, Mama. Da steht drauf Familie Henry Voss. Ja, Henry ist zur Kur und seine Familie sind wir. Mein lieber Henry, über ein Jahrzehnt haben wir nichts voneinander, seht ihr, gehört. Da ich geschäftlich in unserer alten Heimatstadt zu tun habe, schlage ich ein Familientreffen vor. Edzard und Victoria sind sicher noch glücklich verheiratet und haben dir inzwischen ein Dutzend Enkel geschenkt. Denkt ihr, ihr seid Kanicke oder sowas? Wenn nichts dazwischen kommt, treffe ich am Donnerstag, dem 13. im Hotel Paloma ein. Herzliche Grüße, euer Ludwig. Der 13.? Das ist ja schon morgen. Und Henry ist noch gar nicht da. Und Papa ist nicht mehr da. Schönes Familientreffen. Natürlich gehört Papa auch zur Familie. Nee, von dem sind wir schon längst geschieden. Hast du immer noch nicht gecheckt? Ich würde schön finden, wenn er wieder bei uns einziehen würde. Oh, wenn der bloß nicht Zahnarzt wäre. Nach jedem Essen Zähne putzen, morgens und abends Gebisskontrolle. Nee, danke, du. Also, ich habe gute Zähne. Und wozu brauchst du denn Papa? Na, dann wären wir wieder eine richtige Familie. Ja, Henry, du hast richtig verstanden, ein Familientreffen. Kannst du denn nicht vielleicht ein bisschen eher von der Kur zurückkommen? Henry, ich weiß doch nicht mal, wie Onkel Ludwig überhaupt aussieht. Foto? Warte mal. Wo? Das Kinderbild? Na, hoffentlich hat er die kurzen Hosen noch an, wenn er kommt. Henry, ein bisschen eher von der Kur. Oder hast du dir einen Kurschatten angelacht? Henry, entschuldige dich, muss los, es hat geklingelt. Nee, ich bin's, Papa. Edzard! Ich habe gehört, hier findet ein Familientreffen statt. Caro! Na, Onkel Ludwig ist ja schließlich auch mein Onkel. Wo er recht hat, hat er recht. Außerdem wäre ich sowieso vorbeigekommen. Die Kinder sind mal wieder fällig. Scheiße. Na. Da kann man nur sagen, alles in Ordnung. Ehrlich? So, Caro, jetzt bist du dran. Ach nö. Bitte. Muss das sein? Gönnt Papa die Freude. So, Kopf zurück. Und Hocken ganz weit auf. Oh! Aha, was haben wir denn da? Kariöse Infiltration unten rechts. Was? Was hat sie? Ein Loch. Och. Da müssen wir unbedingt aber was tun. Aber nicht heute, Papa. Doch, Papa, hol den Bohrer raus. Nein, Papa, ich verspreche dir, ich gehe nächste Woche zum Zahnarzt. Wirklich. Ehrenwort. So, Vicky, dann bist du jetzt dran. Aber Edzard, nicht bei mir. Wenn du unbedingt bohren willst, dann nimm ihn. Wir sind nicht mehr verheiratet. Musst du das immer so betonen? Findest du nicht schön, dass Papa hier ist? Natürlich finde ich das schön. Wirklich? Ja, du bist doch der Einzige von uns, der weiß, wie Onkel Ludwig überhaupt aussieht. Ich? Wie kommt er denn auf die Idee? Ich habe Onkel Ludwig noch nie gesehen. Sie wünschen bitte? Mein Problem ist folgendes.
Entschuldigung. In dieser ganzen verdammten Stadt gibt's kein Zimmer. Und da hab ich zu mir gesagt, Ludwig, bleibe ganz ruhig. Bevor du dein müdes Haupt auf eine Parkbank bettest, versuchst du's hier noch mal. Junger Mann, enttäuschen Sie mich nicht. Da müsste ich nachschauen. Tun Sie das! Ja, Sie entschuldigen bitte. Oh. Ja. Ja, da wäre noch ein Einzelzimmer mit Bad. Ich hab's gewusst. Und was kostet das Zimmer? 260 Mark mit Frühstück. Und ohne Frühstück? 245 Mark. Und ohne was? Wir haben keine Zimmer ohne Bad. 245 Mark für ein Zimmer. Ich will's doch nicht kaufen. Ich will drin schlafen, wohnen. Haben Sie nicht was Billigeres? Bedauere. Wir sind das erste Haus am Platze. Billig. Gibt es bei uns nicht. Billig gibt es hier nicht. Könnte ich mich vielleicht... Ich kann. Guten Tag. Guten Tag. Wir erwarten Besuch aus Brasilien. Unseren Onkel Ludwig. Wir wissen aber nicht, wie er aussieht, und da wollten wir fragen, ob er schon da ist. Tut mir leid. Aber der einzige Gast, der heute angekommen ist, sitzt da drüben. Das ist er doch. Das soll Onkel Ludwig sein? Der sieht Old Henry aber gar nicht ähnlich. Du siehst doch Caro auch nicht ähnlich. Stimmt. Lass mich mal machen, für sowas habe ich einen siebten Sinn. Ludwig? Ja, bitte? Was siehst du? Herzlich willkommen, Onkel Ludwig. Und entschuldige bitte, dass wir allein kommen, aber Henry ist noch zur Kur. Henry? Dein Bruder, der gönnt sich ja sonst nichts. Ach ja. Aber du willst doch wohl nicht im Ernst im Hotel wohnen. Du kommst natürlich mit zu uns, da ist es doch viel schöner. Wenn Sie meinen? Sie? Ich bin die Vicky, Victoria. Zu mir brauchst du auch nicht Sie sagen, ich bin doch Millie. Ihr müsst schon entschuldigen, ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ich hab doch die ganze Zeit da in Dingens in... Brasilien. Ja, in Brasilien gelebt, ja. Oh nein, nein, Senora. Bitte. Danke. Junger Mann, als ich damals Hotelmanager in Rio de Janeiro war, da hätte ich sowas wie Sie sofort... Adios, Gringo. Das ist Caroline, unsere Große. Enchanté, Señorita. Oh, danke schön, mein Herr. Und was krieg ich? Naja, dir liegt doch mehr an so etwas. Geil! Oh, den Trick könntest du mir auch beibringen. Na und? Wer bist du denn? Hm? Das ist Alfred. Ah. Habe die Ehre, Don Alfredo. Und das ist Edzard, dein Neffe. Oh, mein Junge. Hallo. Na, mein Junge, was machst du denn so beruflich? Ich bin Zahnarzt, stell dir vor. Oh, Mama mia. Aber optisch macht er einen guten Eindruck. Scheint ein netter Kerl zu sein. Ihr zeigt Onkel Ludwig jetzt ein bisschen die Gegend und ich mach Essen. Du? Du, Mama, meinst du das ernst oder willst du uns nur erschrecken? Pass bloß auf, du freche Rübe. Oh, lass mich den Koffer nehmen. Oh, ja? Signora, nicht. Ich kann den Koffer nehmen. Sehr wohl, meine Königin. Viel Glück beim Kochen, Mama. Hallo, McPitts. Ja, hier ist nochmal Frost am Elbufer 5. Ich habe doch vorhin bei Ihnen 5-mal brasilianisch bestellt. Ich habe das vegetarische Gericht vergessen. Haben Sie von sich aus dran gedacht, das ist ja prima. Und Sie kommen gleich. Ja, schön, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das wird hier noch. Da seid ihr ja schon. Ja, so ein Spaziergang macht einen mörderischen Hunger. Mörderisch? Was macht denn dein Festmahl? Das kocht noch in der Küche. Mhm. Du, Mama. Mama, da ist so ein Heinz von McPitts, der mit so lauter brasilianischen Zeugs.
Bei uns? Also das muss ein Irrtum sein. Na gut, dann schicke ich es wieder weg. Nein, warte, wir können es doch mal probieren. Merkst du was? Amigo, lass das mal Onkel Ludwig machen. Mit Flaschen, da kenne ich mich aus. Ich hoffe, dass du dich beim Zähneziehen etwas geschickter anstellst. So, zack. Ich möchte euch etwas sagen, ihr Lieben. Mhm. Und zwar... Es ist... Naja, er ist, sie ist, wir essen. Lasst uns doch erst einmal etwas essen. Prost! Buenos Appetitos! Ja, sí, sí, sí. Onkel Ludwig, du hast in deinem Brief geschrieben, du hättest hier was Geschäftliches zu tun. Ist das eigentlich was sehr Wichtiges? Naja, dies und das. Und dann ist da noch eine alte Rechnung offen. Caramba! Ah! Hey, Onkel Ludwig, was ist denn da drinnen? Du, das ist streng geheim. Aber bitte, zeig doch mal. Nein! Geht nicht, dieser Koffer hat einen Zeitcode. Und wenn ich den vorher öffne, dann explodiert der. Ist noch aus meiner Zeit als Geheimagent. Oh, wow, du, Onkel Ludwig, machst du sowas immer noch? Psst! Vielleicht. Du, Millie, was würdest du sagen, wenn ich gar nicht euer Onkel Ludwig wäre? Ach, so ein Quatsch. Also, ich muss jetzt los. Tschüss! Hasta la vista, Dings da, Ole. Onkel Ludwig, mir ist gerade eingefallen, ich habe in der Stadt zu tun. Soll ich dich nicht mit meinem Auto ein Stück mitnehmen? Ja, gerne. Vicky, was ist nur mit Frühstück? Der Tee ist in der Dose, Butter im Kühlschrank und Brötchen beim Bäcker. Tschüss! Ach, Alfredo, gib mir die Zeitung. Höchste Zeit, dass hier mal jemand für Ordnung sorgt, ne? Alfredo, komm her. Vielen Dank, meine Liebe. Von hier habe ich es nicht mehr weit. Warte doch, Ludwig, ich kann dich doch bis hinbringen. Nicht nötig. Wiedersehen. Luigi! Ludovico! Ciao! Altes Haus! Bandito, come sta? Was ist das Teil? Sag! Ciao, wunderbar! Mi fa piacere, schön, dich zu sehen, Junge! Wie sieht's aus zu Hause? Alles picobello? Tutto a posto! Wir haben uns eine Ewigkeit nicht. Du bist mein bester Partner! Hast du einen Neuauftrag? Ja, ein ganz großes Ding. Luigi, du musst mir helfen. Ma naturalmente, chiaro, no? Tu sei mio amico. Du weißt doch, wie sehr ich dich bewundere. Wenn du so da stehst, heiß-kalt, das Messer in der Hand. Ah, für Luigi, du bist für mich der Größte. Fantastico, sei. Hast du es mitgebracht? Messer? Luigi, es darf nicht schiefgehen. Nicht wie damals bei Rudolfo. Mamma mia, wenn ich bloß daran denke, an das viele Blut. Oh, ein Stümper! Endlich, da bist du ja. Ich habe schon Essen gemacht. Du kannst kochen, Onkel Ludwig? Ob ich kochen kann? Ich war Chefkoch in einem Urwaldcamp, da hinten am Rio Grande. Oh, was gibt's denn da heute? Geschnetzeltes. Geschnetzeltes? Fleisch? Bella Senorita, wer sagt denn was von Fleisch? Geschnetzeltes Gemüse. Ach, Onkel Ludwig, du bist der Beste. Nicht, Mama? Ja, das kann man wohl sagen. Na, Onkel Ludwig, und wie ist denn mit deinen Geschäften? Die alten Rechnungen alle schon beglichen? Noch nicht alles. Mama, ich kann meine Turnschuhe nicht finden. Die werden im Flur liegen, wie immer. Nein! Da kann ich helfen. Wenn ihr mir bitte unauffällig folgen wollt. Senora, Senorita. Schuhe. Endlich mal Ordnung. Ist das nicht schön? Oh Mann, wie soll man denn da was finden? Übertreibst du nicht ein bisschen? Das ist ja noch gar nichts. Wenn Sie mir bitte folgen möchten.
Unter T findet ihr alles, was mit T anfängt. Teller, Töpfe, Tiegel, Teegläser und die Teigrolle. Toll, Papa, du hast die Tassen vergessen. Nein, Tassen finden sich unter K wie Kaffeetassen. Klasse. Und unter S wie Suppentassen. Super. Wahnsinn. Wo finde ich denn B wie Bonbonpapier? Das fällt bei mir unter A wie Abfall. Aha. Dann ziehe ich mich jetzt unter W zurück. W wie Wohnzimmer? W wie wehe, es kommt mir jemand nach. Wow! Habe ich was falsch gemacht? Ach, Papa, du hast es doch gut gemeint. Ja. Hallo, Frau Forst. Oh, entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Und Herr, Herr Kommissar. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Nein. Hinter wem sind Sie denn hier? Ich? Hinter niemanden. Ich habe Urlaub. Tatsächlich? Ja. Zum Beweis darf ich Sie zu einem Café einladen? Ja, gerne. Na dann. Da? Nein, Herr Kommissar. Vielleicht da lieber? Am Brunnen? Ja. Ja. Hat man eine bessere Aussicht? Ja. So. Wie wär's denn mit dem Eis? Ja, gerne. Stracciatella, bitte. Stracciatella, gut. Herr Ober. Ein Cappuccino, bitte, und einmal Stracciatella-Eis. Wie viele Kugeln Stracciatella? 10. 10? 8. 8 Kugeln. Darf ich raten, wie Ihr neues Buch heißt? Mord im Café, stimmt's? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, irgendwas scheint sich hier sehr zu beschäftigen. Leider bin ich das nicht, Frau Voss. Entschuldigung, Herr Kommissar, das ist wirklich unhöflich von mir. Und, haben Sie schon ein Versteck für Ihre Krimileichen gefunden? Leichen sind es ja nicht. Also jedenfalls noch nicht. Aber sagen Sie mal bitte, Herr Kommissar, wenn jemand einen Mord plant, muss man das der Polizei melden? Wenn man es weiß, selbstverständlich, Frau Voss. Ist es nicht toll, dass Papi uns von der Schule abgeholt hat, Millie? Mann, Caro, das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. Worauf habt ihr denn jetzt wirklich Lust? Hm? Eis essen. Oh, das ist aber gar nicht gut für eure Zähne. Mann, Papa, meine Zähne spitzen so, bitte. Nur kleine Ausnahmen. Gut, aber wenn wir nach Hause kommen, wird sofort Zähne geputzt, ja? Ja, Papa. Schön. Du, Papa, ich weiß auch, wo es ganz tolles Eis gibt. Echt? Ja, klasse. Das kommt aber überraschend. Für mich auch, Herr Kommissar. Da ist ja Mama. Also das finde ich ja unmöglich von Mama. Lass uns bitte woanders hingehen. Ja? Siehst du, ich habe ja gesagt, wird nichts mit Mama und Papa. Ach, das habe ich auch schon gemerkt, du blöde Nuss. Warte, Papa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Einkaufswerbeveranstaltung und lassen Sie mich sagen, es freut mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wollen wir mal gucken, was da passiert? Ja, gerne. Bevor wir Sie mit unseren neuesten Angeboten vertraut machen, möchten wir Ihnen noch eine atemberaubende Attraktion präsentieren. Wirklich atemberaubend. Aber dazu, meine lieben Damen und Herren, da brauchen wir Ihre Hilfe. Darum die Frage, wer von Ihnen traut sich freiwillig zu mir auf die Bühne zu kommen? Und ich sehe schon eine junge, nette Dame. Kommen Sie her. Ja, kommen Sie her. Applaus für diese mutige Frau.
die hier zu mir nach vorn gekommen ist. Entschuldigung, das ist ein Irrtum. Ich wollte hier nur... Sie wollten uns helfen, das finde ich großartig. Wenn ich Sie jetzt hier an diese Wand bitten darf... Das ist mir jetzt aber gar nicht recht. Nur keine Angst, Signore. Va tutto bene, va tutto a posto. Es kann ja nichts passieren. Und wenn, wir sind ja versichert. Und hier, meine Damen und Herren, kommt der große, einmalige Ludovico. Ludwig! Vicky! Ich habe sie extra scharf geschliffen. Viel Glück. Danke, Luigi. Deine Mama hält sich wirklich großartig. Applaus für die Mutige. Gratuliere, du warst großartig, Vicky. Großartig. Muchas gracias, Senora. War ganz schöner Schreck für dich, was, Vicky? Unser Onkel Ludwig, ein Messerwerfer, geil. Hat dich das versäumt zu erwähnen? Ja, das hattest du. Ich dachte ja anfangs, du wärst... Ein Killer, stimmt's? Na, überhaupt nicht. Nein, gemordet wird bei uns nur auf dem Papier. Und dafür bin ich zuständig. Wo ist denn mein Auto? So ein kleines rotes Frau Voss. Ja? Das ist vorhin abgeschleppt worden in eine Werkstatt. Was? Stand noch dran. Panne. Och nein! Wenn Sie gestatten, würde ich Sie nach Hause bringen. Mein Wagen steht da drüben. Mein Onkel Ludwig, den Trick mit den Messern, den musst du mir unbedingt noch mal erklären. Si, naturalmente. Das nächste Mal, wenn ich wiederkomme. Wieso, musst du denn schon weg? Ach, es wird höchste Zeit. Ich bin ja schon eine ganze Woche bei euch. Aber du hast doch Henry noch gar nicht gesehen. Oh ja, mein liebes Brüderchen, wenn der Interesse an mir hätte, hätte er seine Kur längst unterbrochen. Wann musst du denn los? Morgen. Oh. Ich wollte euch immer etwas sagen, aber ich hab's mir überlegt. Ich schreibe es euch lieber. Also, mach's gut, meine kleine Millie. Hier, und bitte, bitte, komm bald wieder, ja? Danke. Meint ihr das wirklich? Ja, aber natürlich. Und nächstes Mal machen wir die Nummer mit den brennenden Pfeilen. Ja. Es war sehr schön bei euch. Ich danke euch für alles und grüßt Henry schön von mir. Es ist aber schade, dass ihr euch nicht mehr gesehen habt. Aber du kommst ja wieder. Versprochen. Und jetzt ist Schluss. Jetzt geht bitte. Ich hasse diese Abschiedsszene. Entschuldigen Sie bitte, ist der Zug aus Budapest schon angekommen? Der ist längst durch. Wir wollten nämlich unseren Onkel Rudolf abholen. Er kommt uns heute das erste Mal besuchen und, naja, wir wissen nicht, wie er aussieht. Der Hertha? Du, das ist er. Ich hab doch für sowas einen siebten Sinn. Onkel Rudolf? Ja? Entschuldige bitte, dass wir so spät kommen. Nimm doch schon mal den Koffer, Kai-Uwe. Ich hab dir Blumen mitgebracht. Danke. Mama! Henry! Nanu, woher wisst ihr, dass ich heute schon komme? Das sollte eine Überraschung sein. Wir haben eben Ludwig zur Bahn gebracht. Wenn du schnell machst, kannst du ihn noch begrüßen. Komm! Was war? Siehst du? Da steht er. Du wohnst natürlich bei uns, Onkel. Tja, warum denn nicht? Vicky, das ist nie mein Bruder. Was? Ludwig war schon mit 17. 2,07 Meter.
echter Abenteurer in unserer Familie. Oh, Mama, erzähl mal. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich kenne ihn ja nur aus Briefen. Und der letzte, der kam so vor 10 Jahren. Also ein Herz und eine Seele waren sie nicht, Henry und Ludwig. Im Gegensatz zu uns. Nicht, Mama. Da steht drauf Familie Henry Voss. Hier, Henry ist zur Kur und seine Familie sind wir. Mein lieber Henry, über ein Jahrzehnt haben wir nichts voneinander, seht ihr, gehört. Da ich geschäftlich in unserer alten Heimatstadt zu tun habe, schlage ich ein Familientreffen vor. Edzard und Victoria sind sicher noch glücklich verheiratet und haben dir inzwischen ein Dutzend Enkel geschenkt. Denkt ihr, ihr seid Kanicke oder sowas? Wenn nichts dazwischen kommt, treffe ich am Donnerstag, dem 13. im Hotel Paloma ein. Herzliche Grüße, euer Ludwig. Der 13.? Das ist ja schon morgen. Und Henry ist noch gar nicht da. Und Papa ist nicht mehr da. Schönes Familientreffen. Natürlich gehört Papa auch zur Familie. Nee, von dem sind wir schon längst geschieden. Hast du immer noch nicht gecheckt? Ich würde schön finden, wenn er wieder bei uns einziehen würde. Oh, wenn der bloß nicht Zahnarzt wäre. Nach jedem Essen Zähne putzen, morgens und abends Gebisskontrolle. Nee, danke, du. Also, ich habe gute Zähne. Und wozu brauchst du denn Papa? Na, dann wären wir wieder eine richtige Familie. Ja, Henry, du hast richtig verstanden. Ein Familientreffen. Kannst du denn nicht vielleicht ein bisschen eher von der Kur zurückkommen? Henry, ich weiß doch nicht mal, wie Onkel Ludwig überhaupt aussieht. Foto? Warte mal. Wo? Das Kinderbild? Na, hoffentlich hat er die kurzen Hosen noch an, wenn er kommt. Henry, ein bisschen eher von der Kur. Oder hast du dir einen Kurschatten angelacht? Henry, entschuldige bitte, ich muss losfahren, es hat geklingelt. Post, danke schön. Schönen Tag noch, tschüss. Oh, danke, los, tschüss. Wiedersehen. Alfred, lass wenigstens das Fernsehprogramm übrig. Alfred hat mal wieder als Erster gelesen. Das Horoskop hat er uns aber übrig gelassen. Eine Woche voller Überraschungen steht bevor. Aufregende Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen. Na, so ein Blödsinn. Ey, guck mal, hier ist ein Brief aus Sao Paulo. Wo ist denn das? Mensch, in Brasilien, du Dumm. Ludwig Voss. Onkel Ludwig? Seit wann haben wir denn einen Onkel Ludwig? Das ist der Bruder von Henry. Der ist mit 17 von zu Hause abgehauen, durch die halbe Welt getrennt, bis nach Brasilien.